Sagen wir mal ein bisschen Speed hier rein und warten mal, bis hier die nächsten Beschwerden wieder eintreffen. Oder haben wir schon wieder welche? Ja, bisher haben wir halt echt Probleme hier mit den Kellnern. Lärm war nur einmal das Problem. 12 Beschwerden insgesamt. Keine Ahnung, wie man das übrigens auch in dem Fall wegkriegt. Was mit der Schokolade? Was ist da für ein Problem mit der Schokoladentorte? Was willst du eigentlich? Schokoladentorte, schauen wir mal. 48%, ey. Keine Ahnung, was der Kollege da gefressen hat. Naja. Die große Sitzgruppe ist gerade hier leer. Das gefällt mir ja nicht, wenn das hier so aussieht. 20% haben wir mittlerweile übrigens hier. An Platzbelegung. Wird auf jeden Fall mal weniger. Das ist, glaube ich, kein gutes Anzeichen. Wir haben zumindest schon mal die Hälfte übrigens von unserem Ziel erreicht. Mehr als genügend Gäste haben wir auf jeden Fall schon. Warum gehen die Kunden, Gäste alle hier in die fucking Küche, wenn sie bezahlt haben? Das habe ich immer noch nicht so ganz raus. Okay, jetzt haben wir gerade hier anscheinend ein bisschen mau. Der Ansturm lässt hier ein bisschen nach mittlerweile. Haben wir ein bisschen Speed rein wieder. Aber das wird nicht wirklich besser. Vor allem, dass es immer so schlimm laggen muss. Ah, naja. Kann ich hier auch... Ja, okay, perfekt. Zeit im Restaurant kann man hier noch sehen. Begleitung. Achso, ja, logisch, ja. Rechnungsbetrag, Budget. Qualitätserwartungen sind 2,5 Sterne. Die können wir auf jeden Fall erfüllen mit 2 Sternen. Und hier haben wir die Zufriedenheit. Schauen wir mal. Bestellung können wir ebenfalls... uns anschauen und die Beschwerden. Schauen wir mal, ob sich da noch irgendwas ändert bei den Beschwerden. Außer eventuell die Wartezeit, aber vielleicht auch mal ein bisschen mehr Personal in der Küche, das kann auch gut sein, wegen der Geschwindigkeit halt. Na gut, Platzbelegung nimmt langsam wieder zu, langsam wird es auch Nacht, so wie es aussieht, 18 Uhr mittlerweile schon. Das kann man bestimmt auch noch irgendwo einstellen hier. Generell, wie lange das Restaurant hier geöffnet haben soll und so weiter. Ich denke mal, das geht auch noch. Ansonsten mitarbeitermäßig sieht das ganz gut aus eigentlich. Moral ist auch hier ganz gut von dem Kollegen, über den sich ja zumindest einer beschwert hat. Also explizit über den. Noch keine Beschwerden, das ist gut. Aber hier wahrscheinlich generell wieder. Obwohl, na, es hat auch wieder gerade hier nachgelassen. Schon wieder Probleme hier. Okay, vielleicht müssen wir nochmal jemanden für die Küche einstellen, so wie es aussieht. Aber Küche ist halt ziemlich klein. Aber ich würde sagen, wir stellen mal noch einen Koch ein. Bam. Obwohl, da haben wir, glaube ich, keinen, ne? Nicht wirklich. Eine Küchenhilfe reicht, aber ist ja nur zum Spülen da praktisch. Und wir haben halt 3 Kellner, das reicht eigentlich. Deswegen keine Ahnung, was man da jetzt genau dagegen macht. Rezeptionist wird da auch nichts ändern. Wie gesagt, Küchenhilfe ist halt nur zum Spülen da. Restaurantleiter macht den Braten auch nicht mehr fett, da brauchen wir eigentlich auch nur einen. Also das müssen wir, da können wir, glaube ich, nicht wirklich was gegen machen. Aber 2 Beschwerden deswegen schon. Ist natürlich nicht das Beste. Moment, wie viel haben wir jetzt? 13 Beschwerden. Von 12 auf 13, immerhin. Haben wir da ein bisschen Tempo rein hier. Ah ja, jetzt gibt es auch hier fliegenden Tag- und Nachtwechsel, so wie es aussieht. 19 Uhr. Und da wird es doch direkt schon wieder ein bisschen voller, was die Platzbelegung hier angeht. Bisschen wenig Sound übrigens auch. Wo ist denn unsere Fahrstuhlmusik hier hin? Naja. Ich glaube, rezeptemäßig haben wir ja nicht mehr zur Auswahl, ne? Ne, ich glaube, das ist immer noch... Ach stimmt, da können wir ja auch uns hier anzeigen lassen, wie oft das bestellt wird. 9-mal das hier. Das kommt also sehr gut an. Die Trüffeln und Schrimps kommen anscheinend nicht so gut an. Würde ich sagen, hauen wir das hier einfach mal von der Karte weg.
Okay, nee, so schon mal nicht. Achso, da muss ich auf die Speisekarte, genau. Da wird aber in dem Fall nicht angezeigt übrigens, wie gut das ankommt und wie gut das nicht ankommt hier, ne? Moment. Das war das hier, genau. Bei Vorspeisen, dann gehen wir mal auf die Speisenkarte. Vorspeise haben wir hier. Das war das hier, genau. Oder ich mache das einfach ein bisschen billiger. Das kann man natürlich auch machen. Ne, war das? Doch, ja, das war das. Runter auf 15 Euro. Generell müssen wir, glaube ich, ein bisschen runtergehen mit den Preisen, weil das war ja auch so eine kleine Beschwerde, die wir bisher hatten. Überbackene Eier machen wir auf 5 Euro. Oder Dollar. Hier auf 15. Ja, mal auf 17 Euro. Machen wir mal runde Preise, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ganz gut. Na komm. Machen wir das hier ein bisschen billiger auf 5,20. Das hier auf 6 Euro. Zucchini auf mit Parmesan. 15,20. Das hier runter auf 15 Euro. Das klingt auf jeden Fall teurer, deswegen lassen wir das mal so auf 18 Euro. Alles überteuert hier. Mein Gott, Weißwein 15. Wer zahlt 15,40 € für Weißwein? Geht's noch? Holy shit. Die ganze Pulle oder was? Mein Gott. 13 Euro. So, Softdrink können wir auch ein bisschen billiger machen. Vor allem Rotwein ist billiger als Weißwein. Das ist. Wem willst du denn das weiß machen? So, Orangensaft auch ein bisschen runter. Mineralwasser, ja. Bier auch. Den Tee können wir eigentlich so lassen. Das passt. Das können wir auch noch mal ein bisschen runtersetzen. Da die ja anscheinend nicht so gut ankommt oder nicht so gut geschmeckt hat, machen wir die auch mal ein bisschen runter und das auch. Okay. Ist doch schon viel besser. Ein bisschen weniger Einkünfte dadurch, denke ich mal, aber zumindest sollten die vom Preis her dann ein bisschen besser ankommen. Dauert immer noch lange, bis das Essen kommt, anscheinend. Der dann ess halt was anderes. Meine Fresse, Junge, ganz ehrlich. Ich mag das und das Essen nicht, dann bestellt er was anderes. Holy Balls. Achso, das könnte eventuell daran liegen, dass wir eventuell den Alkoholanteil davon ein bisschen verringert haben. Dass es hier nicht so gut bei ihm angekommen ist, aber naja. Ich glaube, die Kollegin hier wartet ziemlich lange auf das Essen, oder? Das sieht nicht allzu gut aus. Aber wir sind wieder ganz gut belegt eigentlich. 20% immerhin. Zumindest wuselt hier einiges rum. Achso, ich habe ja gar nichts bestellt zu essen, so wie es aussieht. Naja, gut. Dann passt das natürlich. Okay, dann können wir wieder unseren Zeitraffer anmachen. Springt zumindest in einem kleinen Intervall immer nach vorne. Immerhin. Aber wie lange haben wir eigentlich geöffnet? Das habe ich immer auch nicht, immer noch nicht ganz raus. Aber das wird sich gleich bestimmt zeigen. Na, Minimum bis 22 Uhr nehme ich mal stark an. Naja, bis 22 Uhr. 380 Gewinn. Monatlich 11.782. Schauen wir mal. Gehälter. Das passt eigentlich noch. Also Ausgaben 996 und Gewinn 380. Aber gut, wir haben ja auch bisher rote Zahlen, das ist klar. Aber wir haben ja auch größtenteils hier alles ausgestattet und so weiter. Dann ist es klar. Verwartung 135, Abschreibung 18, verschiedene 645. Okay. Okay, ein Tag und dann quasi wird das aufgerundet auf den Monat. Das heißt, wir haben das, glaube ich, hier nicht hinbekommen. 11.000 haben wir eingenommen, immerhin. Das heißt, ja, wir sind bei 23.596. Also haben unser Goal nicht ganz geschafft. Gratulation, Sie spielen seit einem Monat in Echtzeit 1 Stunde und 9 Minuten. Dankeschön, Dankeschön, wir haben es anscheinend doch erreicht. Wir haben 32.155. Wir haben beide Ziele erreicht. Okay, gut. 96 Gäste und 35 waren vorgegeben. Weitere Abenteuer liegen vor Ihnen. Viel Glück bei der nächsten Ausgabe. Aufgabe. Ausgabe wahrscheinlich auch, ja. Viel Erfolg, Amar. Du begreifst schnell, um was es geht. Ich gebe einfach mein Bestes, um deine Erwartungen zu genügen, Onkel. Also, wie habe ich es gemacht? Kann ich Tresor Table behalten? Nun, noch nicht gleich jetzt. Du hast das sehr gut gemacht, aber es gibt noch mehr, was du tun musst, bevor du die Prüfung bestanden hast.
Was für ein Kochwettbewerb? Wie kann ich es erreichen, dass das Restaurant Geld abwirft? Von einem Restaurant zu leben ist bestimmt das Härteste, was man sich vorstellen kann, aber es gibt einige Tipps, die du kennen solltest. Wir wollen sehen, es gibt ein paar Strategien, um Geld zu machen, aber du darfst nie vergessen, dass das Geld von den Gästen kommt. Wenn deine Gäste zufrieden sind, kommen sie immer wieder, logischerweise. Onkel, das ist nichts Handfestes, kannst du nicht etwas konkreter werden? Sicher, ich dachte, dass du auf die Details kommst du selbst. Du musst immer auf das Gesamtranking des Restaurants achten. Wenn du, wenn nur ein Bereich zu wünschen übrig lässt, kann das deinem Ranking schwer schaden. Also was kann ich tun, wenn das bei Tres Ensembles der Fall ist? Wenn du spürst, dass am Horizont dunkle Wolken heraufziehen, kümmere dich um die Schwachpunkte deines Restaurants. Du kannst immer die Qualität deines Essens verbessern, dass das Ranking deiner Bedienung oder das Ambiente. Achte auch auf die Wünsche deiner Gäste, kümmere dich um ihre Beschwerden und mach ihnen für ihre Leibgerichte Sonderpreise, damit bin ich immer gut gefahren. Das ist eine gute Idee, das ist auf jeden Fall die Sachen, die am besten ankommen, ein bisschen da die Kosten runtersenken. Puh, da gibt's eine Menge für mich zu tun. Danke für all die Tipps, Onkel. Schon gut, du weißt, wir LeBoeufs müssen zusammenhalten. Was meinst du, sagen wir mal, Kochwettbewerb? Wie ich schon gesagt habe, Armand, du wirst von den Kochwettbewerben rechtzeitig erfahren, aber zuerst brauchst du unbedingt dein eigenes Restaurant. Was meinst du, was soll ich tun? Das Restaurant steht oben völlig leer, Armand. Diese Etage bietet eine Menge. Wenn du sie attraktiv einrichtest, wirst du mehr Gäste haben. Hört sich einfach an. Entschuldigung, Onkel, da gibt es noch etwas, was ich fragen möchte. Gibt es noch etwas Besonderes, das ich wissen müsste? Nun, die gibt es schon, da die Küche im... Was? Da die Küche im Erdgeschoss ist, wird das Servieren viel länger dauern, wenn Gäste in der oberen Etage essen wollen, logischerweise. Und keiner hat es gern, wenn eine Suppe kalt wird. Dafür haben wir den Aufzug, denke ich mal. Genau. Es gibt Wege, um diesem Dilemma zu entgehen. Allerdings gibt es eine Lösung. Mal schauen. Weil da haben wir auf jeden Fall ein Problem mit gehabt. Am einfachsten geht es natürlich mit dem Küchenaufzug. Der fährt die Speisen, das wissen wir ja. Ja. Aber diese Küchenaufzüge kosten heutzutage ein Heidengeld. Wenn du es dir aber leisten kannst, ist das die beste Dauerlösung, um die Zeit beim Servieren zu verkürzen. Wie kann ich schneller servieren? Eine besteht darin, einfach gute Kellner anzustellen. Solche, die nicht den ganzen Tag schwatzen, die liefern das Essen gewöhnlich prompt. Durch gute Küchen- und Tischanordnung kannst du das Essen schneller auf den Tisch bringen. Achte bei der Einrichtung deines Restaurants auf kurze Wege. Danke für all die Tipps. Du brauchst mir nicht zu danken, du bist mein Lieblingsneffe, wahrscheinlich der Einzige. Lass es mich wissen, wann immer du Hilfe brauchst. Gut, dann starte ich durch. Armand, wenn du im Monat 4000 Dollar Gewinn machst und 50% deiner Gäste pünktlich bedienst, gehört das Restaurant dir. Du hast dafür 3 Monate Zeit. Kein Problem. Achso, ja, deswegen haben wir das auch mit, ne, geschafft hier. Also gut, lass uns die Sache ins Rollen bringen. Let's roll! Das heißt, wir haben jetzt Zugriff zur zweiten Etage. Ich möchte dir etwas über die Besonderheiten einer zweiten Etage erzählen. Ein zweites Stockwerk bedeutet, dass du etwa doppelt so viele Gäste unterbringen kannst. Es bedeutet allerdings auch, nun klicke links auf das Innenraumfeld. Du siehst, ja, es werden jetzt nur Gegenstände angezeigt, die mit der Küche zu tun haben. Das Raumfeld zeigt nur Gegenstände, die für den jeweiligen Raum relevant sind. Das weiß ich. Deine Küche ist mit fast allem Nötigen ausgestattet, aber ein paar Dinge fehlen noch, um sie zu vervollständigen. Ja, weiß ich, alles gut. Da wir in der Küche sind, nimm dir etwas Zeit und sieh dir die Küche. Ja, das haben wir schon gemacht. Besonders auf die Servicestation. Jedes Restaurant braucht mindestens eine Station in der Küche. Aha. An der Servicestation holen die Kellner das Essen zu ihren ab. Wenn du vergisst, eine einzurichten, wird kein Essen serviert. Das könnte vielleicht auch nochmal das Problem sein, dass hier so viel kaltes Essen serviert wurde. In der Küche. Deshalb brauchst du hier keine weitere. Achso. Denk aber daran, in jeder Küche, die du in Zug... Naja. Jetzt geh nach oben, indem du auf den... Ist klar. Such den oberen Schacht des Speisenaufzugs. Den Speisenaufzug hier kommt direkt, aus der Küche das Essen für jeden Gast an, der im oberen Stockwerk speist. Ein Speisenaufzug ist nützlich, denn er reduziert gewöhnlich die Servierzeit um 50%. Jetzt wollen wir uns ein paar zusätzliche Features... Oh, jetzt das werden wir da ausgaben, glaube ich. Du siehst die Stuhltischkombinationen, die für diesen Restauranttyp verfügbar sind. Der markierte Button zeigt 2er Tische, komplett mit einem Komfortattribut, Beschreibung und Preis. Lass uns ein paar dieser Gruppen hinzufügen.
Der Vorgang entspricht dem Stellen anderer Einrichtungsgegenstände. Lektion 1, du erinnerst dich? Was? Wenn also. Du die Zweiertische aufgestellt hast, klicke links auf den Weiter-Button, um fortzufahren. Okay, dann schauen wir mal. Okay, hier kommt man dann quasi in die zweite Etage. Oh, das ist mal kleiner hier. Hier kommt man in die zweite Etage. Dann ist es, glaube ich, nicht ganz so gut, wenn man direkt hier eins hin platziert. Deswegen machen wir das mal hier schön am Fenster. Das ist eigentlich perfekt. Stellen wir mal hier so. Ja, am besten hier direkt so hin, ne? Nee, machen wir das Ganze direkt mal parallel am besten. So. Okay. Kriegen wir hier noch eins unter. Hier würden wir sogar noch einen unterkriegen. Obwohl. Er ist halt ein bisschen leer sonst, ne? Aber ich wollte auf jeden Fall noch so ein paar von denen hier haben. Dass wir da noch ein paar hier raushauen. Das hier sieht halt echt gut aus. Aber kostet auch dementsprechend 3000. Bleiben wir mal bei den günstigen Varianten erstmal. Und hauen mal hier noch ein paar Vierertische hin. Ach stimmt, wir sollten ja auf kurze Wege achten, ne? Wenn wir die jetzt direkt hier ans Fenster alle hinknallen und hier in der Mitte nichts haben, ist es natürlich nicht ganz so von Vorteil. Aber so viele Gäste hatten wir übrigens jetzt auch nicht. Aber ich denke mal, da werden wahrscheinlich noch ein paar mehr dazukommen jetzt. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal noch ein bisschen Platz. Machen das Ganze mal so ein bisschen, nicht wirklich platzsparend. Aber so, dass wir das halt relativ kurz, dass wir relativ kurze Wege eben haben zum Servieren. Und ein paar wollten ja eben auch hier so ein bisschen ihre Ruhe haben. Deswegen machen die mal ein bisschen so auseinander, die Tische. So. Mal weiter. Es gibt auch Viersitzertische. Ja, ja, haben wir ja. Übrigens, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, blättere durch ein paar Rezepte und achte auf das Benötigt-Feld. Siehst du, wie sich die Icons mit jedem Rezept ändern? Ein Icon bedeutet, dass du die betreffende Kücheneinrichtung benötigst, um das jeweilige Rezept auszuführen. Steht es vor einem grünen Hintergrund, besitzt du diesen Gegenstand bereits in deiner Küche. Such das Rezept für Crêpe Marcy. Ja. Es ist unter Nachtisch. Du wirst bemerken, dass für dieses Rezept eine Küchenmaschine benötigt wird. Wenn du also dieses saftige Gericht anbieten möchtest, musst du die Küchenmaschine hinzufügen. Sonst hat dein Koch nicht die erforderlichen Mittel zur Zubereitung. Schon längst passiert, mein Lieber. Unterschiedliche Rezepte benötigen unterschiedliche Geräte. Also sorge dafür, dass alles Notwendige an seinem Platz ist. Das Einzige, das dazugekommen ist, ne? Jetzt geh nach unten. Ich muss dir noch mehr. Okay. Klicke links auf den Boden der Restaurantküche. Die Küchenmaschine muss auf einem Arbeitstisch stehen. Junge, also ich hab das bereits schon, falls es dir nicht aufgefallen ist. Wie du die allgemeine Qualität eines Gerichts verändern kannst. Ah. Du siehst die Spalte essentielle Zutaten. Sie sind für jedes Rezept Du fragst dich natürlich, wozu man die Qualität eines Rezeptes mindern sollte. Zum einen hat dein Restaurant vielleicht keine besonders hohe Bewertung. Wenn du nun in einem Durchschnittslokal hochklassiges Essen servierst, werden die Gäste unerwartet viel bezahlen müssen. Sie werden wütend sein. Umgekehrt verärgert es Gäste in einem hochbewerteten Restaurant, wenn die Qualität des Essens zu wünschen übrig lässt. Okay. Das Geheimnis besteht darin, die Qualität deiner Gerichte mit der Bewertung des Restaurants in Einklang zu bringen. Also versuch dich daran. Setze die Qualität eines Rezeptes auf eine Bewertung von 1,5 Sternen. Aha. Okay. 1,5, also so etwa, ne? Okay. Schau mal, was wir alles hier überhaupt drin haben. Wir haben... Also ja, gut. Dann zählt das quasi weiterhin, das ist gut. Schauen wir mal, von Bitter Erdbeeren haben wir auf jeden Fall auch drinne. Da können wir... dieser Alkohol hier immer, ne? Da können wir mal ein bisschen was weniger... Dann beschweren sie sich wieder, dass das nicht so gut schmeckt und so. Das ist ja auch wieder blöd. Na, zumindest ist es dann billiger. Aber den Preis haben wir ja sowieso mittlerweile angepasst eigentlich. Ach, eines Rezeptes. Sehr gut, okay, dann können wir den Rest eigentlich auch so lassen, das passt dann. Je mehr Restaurants du hast, in denen unterschiedliche Budgets der Gäste bedient werden,
umso mehr brauchst du diese Feineinstellungen der Rezeptqualitäten. Die ganze Abstimmung kann dir schnell über den Kopf wachsen. Deshalb gibt es den Rezept-Duplizieren-Button. Mhm. Wenn du ein Rezept eingestellt hast, klicke links auf den Rezept-Duplizieren-Button. Ein Fenster zeigt dir an, dass das Rezept dupliziert wurde. Mhm. Vergiss nicht, den Kartenpreis des Gerichts der neuen Einstellung anzupassen. Naja. Ausgezeichnet! Du weißt nun, wie man Servierzeit sparen kann. Du kennst die verschiedenen Anforderungen an ein Gericht und den Gebrauch verschiedener Küchengegenstände. Und du weißt nicht nur, wie man die Qualität von Zutaten verändert, sondern auch, wie man Sitzordnungen anlegt. Und das Wichtigste, du hast jetzt ein voll ausgestattetes Restaurant. So ziemlich. Glückwunsch, du hast schon viel erreicht. Bevor ich dich alleine lasse, möchte ich dich erinnern, dein Ziel sind monatliche Einkünfte von $40.000 und 50% deiner Speisen müssen pünktlich serviert werden. Das sollte kein Problem sein. Du hast 3 Monate Zeit, diese Ziele zu erfüllen.